Hallo, willkommen zurück zu Schiffbruch. Heute werden wir unser kleines Abenteuer auf dieser verlassenen Insel mit Robinson Crusoe fortsetzen. Wie es weitergeht, was passieren wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe nämlich schon wieder die Hälfte vergessen, was in den letzten Parts passiert ist. Naja, wir werden ja sehen. Auf geht's. Sieht, upsala, die Maus will irgendwie nicht so richtig, okay. Sieht eigentlich alles so wie letztes Mal auch aus, ja. Ich habe alles vergessen, ja. Ich weiß nicht mehr weiter. Okay, was haben wir eigentlich überhaupt? Ja, weißt du, wir haben ein paar Steine, wir haben ein paar Blätter, wir haben ein paar Lianen, wir haben sonst was, blablabla, jada. Was können wir machen? Oh, wir sind am Verhungern, du brauchst was zum Knuspern, du brauchst so Ringe, was zum Knuspern. Schnapp dir ein paar Fische, aber verschluck dich nicht an den Gräten, okay? So, jetzt geht wieder diese ewige Fresserei und Sauferei los, das habe ich nämlich nicht vergessen, leider. Das ist ein bisschen nervig, okay. Es dauert doch gar nicht lange, komm. Na komm. Wow, geht das schnell, irre. Zumindest verdursten wir nie, das ist das Schöne. Wir brauchen... Was können wir machen? Wir müssen endlich mal ein bisschen vorankommen. Wir müssen Fortschritt machen, also... Ich möchte ja schließlich von der Insel... Ah, da haben wir wieder die blauen Mahnen, die aus dem Stein rausspringen. Es sieht wirklich aus wie ein Mahn, es sieht nicht aus wie ein Wasserverlauf. Was könnten wir machen? Können wir irgendwas bauen? Wir könnten SOS machen. Naja, wird sich jetzt, glaube ich, noch nicht so lohnen. Wir könnten... Ein Boot? Ein Einbaum? Ich glaube, das ist so eine Art Boot. Könnten wir eigentlich bauen, ein Boot? Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir es nicht rechtzeitig wieder zurück bis zum Zelt schaffen. Darum würde ich sagen, wie viel brauchen wir eigentlich nochmal für ein Zelt? 5 Blätter. Äste 4. Sammeln wir nochmal einen Ast ein und dann... Am besten fällen wir einfach einen Baum, würde ich sagen. Der ist mir sympathisch, der Baum da drüben. Den fällen wir. Dann bekommen wir noch neben dem Stamm noch einen Ast, ein paar Äste und dann, ja... Bauen wir uns hier noch ein Zelt hin, damit wir noch eine zweite Schlafstelle haben, falls wir es nicht rechtzeitig bis in die Nacht... Bis zurück zum Zelt in die Nacht schaffen. Das war auch nicht ganz korrekt, aber egal. Fällen bitte. Hier steht leider kein Baum. Ach, guck mal. Was steht denn hier rechts von dir 5 Meter weiter? Da steht eine richtig dicke Palme. Also wenn du nicht komplett blind und grenzdebil bist, könntest du... Ach komm, nö. Lass mir das einfach hier. Geh hin. Jetzt zünde den Baum. Jetzt fällt er auch endlich. Oh Mann, Robinson, du bist wirklich eine Nulpe. Also du brauchst dringend eine Brille. Hat er eine Brille? Ich weiß es nicht. Und du bist schon wieder am Verhungern. Wow. Was machen wir jetzt? Okay. Steht alles überhaupt nicht mehr in der Blüte ihrer Jahre. Hä? Was laufe ich eigentlich für einen Scheiß zusammen? Ich habe keine Ahnung. Du bist soeben durch einen Baum gelaufen. Sehr gut. Oh Gott, wir müssen... Gott, wir brauchen dringend was zum Essen. Du musst nochmal fischen gehen. Okay, ich sehe schon, wir sollten uns besser zur Zeit zurückbegeben. Das sieht nicht gut aus. Zurück zum Zelt. Hallo, bleib mal stehen. Zurück zum... 16.21, 16.37, 41, 51. Oh, der schafft das nicht zurück. Der schafft's nicht. Er schafft es gerade noch. Wow. Also knapper geht's ja wohl nicht. 49% Gesundheit. Wow, sieht nicht so gut aus. 0,0%. Du bist ein Pessimist. Jada. Wow. Okay. Dies wird heute kein Erkundungstag, dies wird ein purer Fress- und Sauftag. Gut. Saufen. Nochmal. Und jetzt angeln wie ein Blöder. So. Das ist ein bisschen eintönig. Ich wünschte, er hätte nicht so einen kleinen Magen. Also, wenn er einen kleinen Magen hätte, wäre er leicht zu sättigen. Aber der Typ hat offenbar ein bodenloses Fasseismagen. Das ist nicht normal. Der ist nur satt, der Typ, der kriegt's einfach nicht. Der geht einfach sein Maul nicht voll, irre. Er ist wie so ein Küken. Also wie so ein Vogelküken. So immer macht er seinen Schnarr auf und schon schreit um Würmer. Ich möchte ein bisschen die Insel erkunden, nicht auch nur trinken und essen, damit ich am Leben bleibe. Mann, du bist ein toller Überlebenskämpfer. Naja, zu lang werde ich das heute eh nicht machen, weil
Heute heißt es ein bisschen früher arbeiten für mich. Ja. Ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen erzählen, was ich so arbeite. Aber nachdem mir sowieso keiner zuhört oder das sieht. Also irgendwie, wenn man jetzt genau denkt, ich bin eigentlich genauso wie Robinson. Also was so die Überlebenschancen betrifft, so wie meine Motivation, dass das hier jemals sehen wird. Ich jammere, dass das Glas halb leer ist bei ihm, aber eigentlich ist es bei mir auch nicht anders. Ich sollte mal ein bisschen positiver denken. Es wird schon, irgendwann wird das schon. Jeder hat mal klein angefangen. Und bei mir wird das bestimmt auch noch irgendwann. Ich möchte ja keine große, riesige Menge an Fans haben, dass ich so Mainstream-mäßig werde eines Tages. Nein, das würde mir reichen. Ich wäre schon glücklich, wenn fünf Leutchen. Wenn fünf Leute sich das angucken, dann freut mich das. Dann bin ich glücklich darüber. Wenn fünf Leute meine Arbeit so. Arbeit. Mein Vergnügen. Sagen wir lieber mein Vergnügen hier zu schätzen wissen. Das ist schön. So, ja, es ist einfach zu riskant jetzt. Okay. Jetzt bist du wie ein Marathonläufer dahinter gelaufen zu deinem Zeltchen. Ach komm, nö. Okay, dann würde ich sagen, gehst du jetzt einmal auf und dann legst du dich schon wieder in die Profmulde. Komm rein in dein Laubzelt. So, und morgen gehen wir mal dahinter, saufen und fressen uns nochmal ein bisschen was an am Fluss und dann. Ja, ist schon gut. Und dann, da haben wir was unterwegs zum Knabbern. Ja, und dann bauen wir uns ein Flößchen. Ein Söschen. Oh Gott, wie ich diese Begriffe hasse, diese Verniedlichungen von allen Wörtern. Okay, egal. Wir gehen jetzt hier erstmal an die Ecke vom Fluss. Dann gönnen wir uns erstmal ein bisschen was zu trinken. Und dann füllen wir unseren Nahrungsbalken an den beiden. Bärensträuchern auf. Also heute habe ich wieder mit meinem Wortschatz. Nein, du solltest saufen und nicht fressen. Genau, so wollte ich das. So, und jetzt gehst du hier hin. Und jetzt isst du was von den. Hey, das ist ja erst zu essen und zu trinken. Stell dich mal um. Es ist wie mit den Bäumen. Du stehst 2 Zentimeter neben ihnen und siehst sie nicht. Mann. Ja, und jetzt sieht er es auf einmal, ne? Ja, jetzt auf einmal. Vorher standst du eigentlich nur spiegelverkehrt zu den. Spiegelverkehrt? Na egal. Ja, halt seitenverkehrt zu den Sträuchern. Und dann hast du nicht gesehen. Naja. Wie schaut's denn aus mit Baumstämmen? 3 Baumstämme haben wir. Wie viel brauchen wir denn, um einen Baum zu machen? 2 Äste, einen Baumstamm. Zunächst einmal möchte ich aber ein weiteres Zeltchen hier vorne bauen. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Habe jetzt irgendwie noch ein bisschen zurückgehalten. Bau ein Zelt. Geht doch nichts über eine Erfrischung. Und? Bist du fertig? Jupp, wir haben einen zweiten Schlafplatz. Jetzt, was brauchen wir jetzt immer für einen Baum? 2 Äste, 1 Baumstamm. Wir haben 4 Äste, 3 Baumstämme. Exzellent. Dann können wir. Ich möchte nämlich wissen, ob man da in dem Wrack mehr mit Schiffswrack. Ich möchte wissen, ob man in dem Schiffswrack was finden kann. Oh Mann, wird schon wieder ganz schön spät. Vor allem, er ist ja so ein Marathonläufer. Er kommt einfach nicht. Oh. Oh Gott, ich habe an zu schniefen. Nicht gut. Das macht sich überhaupt nicht gut. Denn ich glaube, die Aufnahme wird das sehr laut auffangen, mein Geschniefe. Da hilft nur eines. Nase putzen! So, mit sauberer Nase und freiem Hirn geht die Entdeckungstour weiter. Wir wollten ein Bötchen bauen. Wie nennt sich das nochmal? Ein Einbaum bauen. Innenstich. Ja, okay. Lassen wir das. So. Ah, und schon ist er am Bäume schlagen. Okay. 62 Wochen geht ganz schön. Okay. Die Zeit verging wie im Fluge. 70%.
Ja, schön, du hast neben deinem Baumstämmchen geschlafen. Dann hau mal weiter drauf, ne? Ich habe mein erstes Boot. Okay. Ich habe nun mein erstes Boot gebaut. Zum An- und Ablegen auf den Ankerknopf klicken. Anlegen kann ich nur, wenn auf dem Strand nichts im Weg ist. Auch sollte ich immer die Zeit im Auge behalten, da ich eine Nacht auf hoher See nicht überleben werde. Überleben würde. Ich frage mich, was. Na, okay, das Spiel ist sehr alt, aber hatten die damals immer noch Probleme mit der Codierung vom Ü? Mussten es durch UE machen? Oder nee? War es vielleicht die frühere Schreibweise von damals? Weil, naja. Er spielt ja schließlich irgendwann im Jahre 1520. Ich weiß nicht, wann Robinson Crusoe geboren ist, wegen der furchtbaren Geschichte. Na egal. Ja. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Jetzt hat man kurz die Fraps-Anzeige durch die Gegend springen sehen. Naja, sehr professionell. Pff.